Nicht immer ist es einfach, Videos für diesen jämmerlichen Kanal zu erstellen. Nach all der Zeit weiß ich noch immer nicht, wo ich mich einordnen soll. Mache ich nur Videos über uralte Spiele, die irgendwo im Nirvana landen? Aber eben nicht nur alte Spiele, sondern auch Titel, die schon vor 20 oder 30 Jahren keine Sau gespielt hat. Wie wäre es mit neuen Spielen? Aber auch das ist langweilig. Warum Videos zu Spielen machen, zu denen es schon 1000 andere Videos auf YouTube gibt? 1000 andere, aber fast immer gleiche Meinungen. So oder so ist es schwierig, Aufmerksamkeit zu erhalten. Dann gibt es das Problem mit der Stimme, die nicht allen gefällt. Oder der Fuchs als Kunstfigur, der diese Shitshow auf der einen Seite vielleicht weniger authentisch erscheinen lässt, auf der anderen Seite wäre es absolut lächerlich, wenn sich ein Typ vor die Kamera hockt und dieselbe Sprechweise verwendet, wie es eben diese kleine namenlose Fingerpuppe macht. Hab ich dann gefunden, was mir auf den ersten Blick keinen Brechreiz verpasst. Setze ich mich vor das Keyboard und hacke das Skript ein. Manchmal verbringe ich damit einige Stunden, manchmal weniger. Steht das Skript, werfe ich alles in ein TTS-Programm, höre mir den Text nochmals 2 bis 3 Mal an und drücke dann auf den Speicherknopf. Die Audiospur werfe ich dann in das Schnittprogramm, erhöhe etwas die Sprechgeschwindigkeit und stülpe mir den Fuchs über den Finger. Es mag vielleicht hirnrissig erscheinen, aber für jedes neue Video nehme ich jedes Mal erneut den Fuchs auf. Egal wie lange das Video dauert. Die Finger zappeln jedes Mal 10 oder 15 Minuten, auch wenn am Ende nur ein Bruchteil zu sehen ist. Natürlich wäre es einfacher, nur die Teile mit dem Fuchs aufzunehmen, in denen er tatsächlich vor der Kamera zu sehen ist, aber das wäre zu einfach. Wenn es gut läuft, habe ich die Nacht zuvor das Gameplay zum betreffenden Spiel aufgenommen. Dauert ein Spiel nicht länger als 5 Stunden, kann auch das betreffende Video früher erscheinen. Längere Spiele verzögern natürlich alles, weshalb ich alles auf die lange Bank schieben muss. Auf Wünsche zu reagieren ist nicht immer einfach. Der ganze Prozess machen spontane Videos ohnehin unmöglich. Während also der Fuchs Freiheiten verspricht, da er mit seiner Ausdrucksweise so agieren kann, wie ich es selbst nicht könnte, da es absurd lächerlich wäre, ist die Machart der Videos auf der anderen Seite ein steifes Konstrukt mit strengen Regeln und Zeitabläufen. Zeit ist ohnehin immer Mangelware. Vom Schreiben eines Skripts bis zum fertigen Video vergehen im Schnitt manchmal 6 bis 8 Stunden. Und da ist das Spielen der Spiele noch nicht mal eingerechnet. Wenn also der Tag nicht ausreicht, muss ich viele Dinge nach Mitternacht verlagern. Manchmal beneide ich Reaction-Content-Creator, die gleich mehrere Videos am Tag auf YouTube veröffentlichen können. Oder vielleicht liegt es an mir. Mache ich es mir bei der Erstellung von Videos einfach zu kompliziert? Ich verbrauche manchmal unheimlich viel Zeit, um einigermaßen lustig zu sein. Fast genauso viel Zeit, die ich mit sinnlosen Starren auf das Regal verbringe. Ich mache mir einen Kaffee. Einen zweiten. Und weil ich dank des Schlafmangels nicht ohnehin schon nervös genug bin, schiebe ich einen vierten oder 12. Kaffee hinterher und setze mich an die Arbeit. Wann hast du das letzte Mal ein Spiel gezockt, das du nicht in ein Video verwandelt hast? Einfach nur spielen, weil du den Kopf frei bekommen möchtest? Aber spielen bedeutet auf der anderen Seite Zeit zu verschwenden, die ich mit nützlichen Dingen verbringen könnte. Wie etwa diesen jämmerlichen Kanal hier. Auch wenn keiner zusieht. Aber es bereitet mir Spaß. Und das ist doch am Ende, was zählt. Aber trotzdem zermarterst du dir das Gehirn. Wann schaltest du also mal wirklich ab? Und nachdem ich mir einen weiteren Kaffee reingeballert habe, überrede ich mich dazu, mal wieder einen Ausflug in den Store auf der PlayStation oder Switch zu machen. Immer auf der Suche nach einem kleinen Spiel, das nicht allzu viel Zeit benötigt, um das Ende zu erreichen. Und ganz oben auf der Liste stehen meist, aber nicht immer auch Horrorspiele. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil ich den Tag über nicht schon genug Stress habe. Bei einem meiner letzten Ausflüge bin ich im Nintendo Store über eine obskure Spielsammlung namens Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk und Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk gestoßen. Die Screenshots und der Trailer waren Grund genug, um den Titel in den Warenkorb zu legen. Dieser wilde Pseudo-Retro-Stil, der an längst vergangene Zeiten erinnert, ist eine meiner Schwachstellen, weshalb manchmal die Überraschung am Ende groß ist, weil ich meist keine Zeit verschwende, um die Beschreibung des Spiels zu lesen. Nachdem ich also die Wartezeit mit einem weiteren Espresso überbrückte, war ich voller Hoffnung, mit Milk Inside und Milk Outside ein obskures kleines Indie-Horrorspiel gefunden zu haben, das ich ganz für mich alleine spielen konnte, ohne dass ich danach irgendwie ein Video mit dem Fuchs mache. Allerdings habe ich mich fundamental geirrt. Erstens seht ihr jetzt ein Video zu einem Spiel, das ich eigentlich nicht machen wollte und das zudem mit komplett öden Textpassagen gefüllt ist, die mit dem eigentlichen Thema vielleicht nichts zu tun haben, und zum anderen ist Milk Inside gar kein Horrorspiel. Oder vielleicht doch? Grundsätzlich sind die von Nikita Kryukov entwickelten Spiele keine Spiele im herkömmlichen Sinn. Es sind Visual Novels, also Geschichten mit nur sehr wenig Interaktionsmöglichkeiten, die ihrerseits aber zu verschiedenen Ausgängen der Geschichte führen können. Das Bundle ist dabei aufgeteilt in das bereits im Jahr 2020 veröffentlichte Milk Inside und das ein Jahr später veröffentlichte Milk Outside, das quasi direkt an den Vorgänger anknüpft. Nach dem sehr vielversprechenden Hinweis nach dem Start, war ich mir immer noch nicht so wirklich sicher, welche Art von Horror mich nun im Spiel erwarten würde. Oh.
Aber um es kurz zu machen, beide Spiele sind gruseliger als jeder Zombie- und Jumpscare-Käse, den ihr vermutlich in letzter Zeit gespielt habt. Ich startete Milk Inside und schon die ersten Grafiken zogen mich in eine leere und bedrohliche Welt hinein. Die vorherrschenden Farben Schwarz, Rot und ein Hauch von Pink verhießen nichts Gutes. Die großen Pixel machen es schwer, ein klares Bild auf der Netzhaut zu erzeugen und versperren die Sicht auf die Welt. Man fühlt sich ab dem ersten Moment eingeengt und auch der Magen beginnt sich langsam um sich zu winden. Wir treffen auf ein namenloses Mädchen, das anscheinend kurz mal raus musste, um Milch zu kaufen. Diese anscheinend komplett harmlose Aufgabe ist aber alles andere als harmlos und trivial. Es scheint so, als hätte das Mädchen nicht allzu oft Kontakt mit der Außenwelt. Vergeblich versucht sie in ihrem Gehirn einen Satz zu formen, der ihr beim Kauf einer Tüte Milch in irgendeiner Form hilfreich sein könnte. Dabei spricht sie mit uns, dem Spieler oder wer auch immer wir sind. Sind wir ihre Gedanken oder ein imaginärer Freund? Im zweiten Teil wird das zum Glück etwas deutlicher. Unser kleines Mädchen hat schwerwiegende Probleme. Sie verliert sich schon in einem Glas Wasser und scheint zudem an einem komplexen Gewirr aus gleich mehreren psychischen Problemen zu leiden. Mit einem Fuß läuft sie über Gras, mit dem anderen nur auf Asphalt, ohne sich darüber bewusst zu werden. Eine Konfrontation schafft Probleme. Das Auflösen einer Struktur, so unsinnig sie auch erscheinen mag, bricht die schützende, aber auch hauchdünne Hülle, die sie in der Außenwelt überleben lässt. Schleifen und Routinen bestimmen ihr Leben. Solltet ihr das kurze Spiel beenden wollen, solltet ihr es also tunlichst vermeiden, zu sehr in ihre Psyche eindringen zu wollen. Und von den absolut heftigen Antworten wollen wir erst gar nicht sprechen. Die wären schon für eine gesunde Person ein Problem. Was die leichtfertigen Antworten für eine psychisch kranke Person bedeuten könnten, ist aber leider der Mehrheit der Bevölkerung nicht bewusst. Nicht mal ansatzweise. Und nett gemeinte Ratschläge sind einfach nur Scheiße. Behaltet den Müll für euch, wenn ihr nichts Besseres zu sagen habt. Irgendwann erreichen wir den Laden kurz vor Ladenschluss. Darin treffen wir auf depersonalisierte Gestalten, die uns Angst einjagen. Angst vor dem Unbekannten. Angst vor Dingen, die eigentlich ganz normaler Alltag sind. Und so wird es auch nicht gerade einfach, als wir vor dem Regal voller Milch stehen. Anstatt anzukommen, gedankenlos eine Tüte Milch zu nehmen und zur Kasse zu gehen, stehen wir einfach vor dem Regal und starren ins Leere. Fragen uns, ob wir direkt zugreifen. Oder vielleicht einen Schritt weiter gehen, um dann unsere Wahl zu treffen, bis wir dann endlich zur Kasse gehen können. Und leider müssen wir erneut mit einer Person interagieren. Ach, scheiß die Wand an. Warum kann man uns nicht einfach in Ruhe lassen? An welcher Problematik unsere Heldin leidet, ist nicht so ganz sicher und lässt sich nur anhand ihrer Aktionen interpretieren. Und meist sind diese Interpretationen nicht richtig. Sie erzählt, dass sich ihr Vater aus dem Fenster gestürzt hat. Ein Akt aus Verzweiflung, ob unser Mädchen nun schon vorher an psychischen Problemen gelitten hat, wissen wir nicht. Sicher ist, dass nach dem Selbstmord des Vaters die Welt nicht mehr wie vorher war. Sie lebt zusammen mit ihrer Mutter, aber anstatt ihr Beistand zu leisten, scheint die Erzeugerin die reinste Ausgeburt der Hölle zu sein. Ihre Antworten sind kalt und distanziert. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Mutter vielleicht der Grund war, warum sich der Vater aus dem Fenster stürzte, sofern es überhaupt auf eine freiwillige Entscheidung hinausläuft. Wie gesagt, macht es vielleicht einfach nicht allzu viel Sinn, darüber nachzudenken, an welcher Krankheit unsere Heldin leidet. Es reicht zu kapieren, dass sie leidet. Ein Katalogisieren mag vielleicht ein Ansatz sein, um ihr am Ende einfacher helfen zu können. Aber das liegt gewiss nicht in der Hand des Spielers. Man kann unsere Heldin vielleicht als schizophren bezeichnen oder dass sie vielleicht in irgendeinem autistischen Spektrum gefangen ist. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass sie an einer schweren Depression leidet und es reicht vollkommen, wenn man kapiert, dass diese Menschen Hilfe benötigen und dass ein gedankenloser Umgang mit ihrer Krankheit alles andere als hilfreich ist. Allein schon die Akzeptanz der Existenz psychischer Krankheiten und wie schwer es betroffene Personen im Alltag haben, ist an sich schon eine große Hilfe. Das Ablegen in Schubladen allerdings nicht. Das rohe und grobe Gefühl von Milk Inside sticht einem sofort ins Auge. Die grobe Pixelkunst ist hässlich. Wir sehen nur Rot auf Schwarz. Formen können wir kaum erkennen. Alles wirkt verzerrt und manchmal verschmelzen Dinge miteinander. Personen sind Tierphantome, ohne einer deutlichen Formgebung. An einer Stelle wurde ich mit rosa und schwarzen Flecken begrüßt. Dieser Brei aus Pixel soll das sein, was von ihrem Vater übrig blieb, nachdem er Selbstmord begangen hatte. Oder zumindest das, wie es sich die Protagonistin vorstellte. Was einem verwirrt, ist der manchmal teils heitere Unterton der Wörter in Kombination mit der teils heiteren Musik. Aber in anderen Momenten kippt die Stimmung so brachial ab und wir finden uns in der reinsten Hölle wieder.
Und der Soundtrack mit seinen schweren Gitarrenriffs wird uns tiefe Schnittwunden zufügen. Das Verfremden der Dinge oder das gewollte Nichterkennen von Dingen sind Teil der Bewältigungsmechanik unserer Heldin. Wie auch wir selbst. Unser Ziel ist es, das Mädchen mehr oder weniger unbeschadet ins Bett zu bringen, damit sie endlich der Realität entfliehen kann. Dass aber das Land der Träume ebenfalls kein Ponyhof ist, wird uns der zweite Teil noch deutlich genug zeigen. Hat man alles richtig gemacht, wird man Milk Inside schon unter einer halben Stunde beendet haben. Es ist eine kurze Erfahrung, aber insgesamt schrecklicher als so manches echtes Horrorspiel. Das Nichtspiel lässt einem absolut kaputt zurück, selbst wenn das Mädchen den Tag überlebt hat, denn der Horror ist Teil ihres Lebens. Und Angst machen hier nicht irgendwelche Monster, sondern schon die kleinen Dinge im Leben. Selbst Zähneputzen kann zu einer Gefahr werden, denn während sich manch einer gedankenlos die Zähne schrubbt, geraten andere in eine tiefe Existenzkrise. Blicken auf sich, blicken auf zwei Augen, blicken in ein tiefes Loch, aus dem es kein Entrinnen gibt. Und das ist die perfekte Voraussetzung, um direkt mit dem zweiten Teil fortzufahren. Sofern ihr mir überhaupt noch zuschaut und nicht schon längst abgeschaltet habt. Falls nicht, vielen Dank, ihr seid die Besten. Und falls das heutige Video auch etwas konfus erscheinen mag, dann kann ich euch verstehen. Das ganze Thema ist konfus und eigentlich wollte ich über die Kernproblematik schon ein eigenes Video machen. Aber lohnt sich der Aufwand, wenn nur drei Leute zusehen? Vermutlich nicht. Aber das hält mich auch nicht ab, diesen jämmerlichen Kanal zu betreiben und weiter irgendwelche Videos auszukotzen. Es macht Spaß und das ist schon fast die einzige Motivation. In Milk Outside steckt jedenfalls unglaublich viel Arbeit drin. Während der erste Teil nur ein wildes Konstrukt aus nicht entzifferbaren Bildern und fast kryptischen Text war, werden wir schon zu Beginn mit einem ziemlich aufwendigen Intro begrüßt, das die Ereignisse des ersten Spiels nochmals aufgreift und sogar erweitert. Aber anstatt einige offene Fragen zu beantworten, wird uns ein viel größerer Sack voll Unsicherheit überreicht. Wir erfahren, dass unsere Heldin etwas von der gekauften Milch trinkt und dann zu Boden knallt. Ist sie allergisch? Der Fakt, dass sie nur wieder ins Leben zurückkommt, nachdem ihre Mutter ihr ein Medikament spritzt, das höchstwahrscheinlich Adrenalin ist, macht eine heftige Laktoseallergie sehr wahrscheinlich. Allerdings weiß ich nicht, was schlimmer ist. Die Tatsache, dass das Mädchen sich nicht zum ersten Mal in absolute Gefahr bringen wollte, auch wenn es nur das Trinken von scheinbar harmloser Milch ist, oder die Tatsache, dass ihre Mutter als absolutes und missbräuchliches Monster dargestellt wird. Rein vom Prinzip her haben wir hier ein weiteres Visual Novel, allerdings mit weitaus hübscheren Pixel-Grafiken und zum ersten Mal sehen wir auch unsere Hauptdarstellerin. Abermals schlüpfen wir als Spieler in die Rolle der Stimme der Vernunft und dürfen uns auf eine Story freuen, die weit über eine Stunde dauert. Anscheinend sind wir die Medikamente, die unsere Heldin zunehmen muss. Allerdings möchte sie das nicht. Viel lieber würde sie ohne Medikamente leben und würde lieber etwas von ihrer eigenen imaginären Medizin einnehmen, die direkt helfen, wo sie Schmerzen hat und nicht nur ein allgemeines Gefühl von Ohnmacht zu erhalten. Ohne ihrer Medizin kann sie auf der anderen Seite aber nicht überleben. Auf den ersten Blick wirkt der zweite Teil viel sortierter. Die Texte machen mehr Sinn und wir erfahren auch mehr von unserer Heldin. Wir befinden uns diesmal ausschließlich im Zimmer des Mädchens und machen uns abermals bereit, um ins Bett zu gehen. Zuvor gilt es aber, all unsere Gedanken einzufangen, die in Form von Glühwürmchen dargestellt werden. Diesmal dürfen wir uns sogar auf mehr Spielausgänge freuen. Das Freischalten der verschiedenen Enden hängt wie immer davon ab, welche Antworten wir geben und wie viele Glühwürmchen wir sammeln. Während wir die verschiedenen Dinge im Zimmer des Mädchens nach den leuchtenden Käfern absuchen, stoßen wir abermals auf die Schizophrenen Tendenzen eines traumatisierten Kindes, das niemanden zum Reden hat außer sich selbst und ihren Gedanken und tauchen dabei auch in die Vergangenheit der Heldin ein. Dabei erfahren wir, dass diese Tendenzen durch die sehr realen Konsequenzen eines unreifen Geistes entstanden sind und zudem auch mit den hinterlistigen Fallstricken der sozialen Medien kollidierte. Es zeigt schonungslos die Auswirkungen, wenn Vertrauen zerstört wird und Unfähigkeit mit den Auswirkungen zurechtzukommen. Wir erfahren auch, dass sie nie wirklich einen Schulabschluss gemacht hat und die letzten Klassen wohl allzu oft wiederholt hatte. Das Warum bleibt der eigenen Interpretation offen. Was aber offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass die Hauptfigur ständig mit sich selbst kämpft. Es gibt einen Kampf zwischen dem unbehandelten Geist und der besseren Hälfte, die ständig im Konflikt verstrickt sind. Zu sehen, wie sich das abspielt und die Hauptfigur in einen scheinbar endlosen Abgrund der Dunkelheit stürzt, ist schwer zu ertragen. Es gibt sehr kurze Hoffnungsschimmer oder Lichtblicke, aber sie sind nie länger als ein oder zwei Zeilen, denen schnell die nächste verstörende Enthüllung folgt. Und das gilt auch für den Schlaf und die Träume. Diese Träume enden alle gleich.
Ihr geht es nicht gut. Sie muss jeden Morgen eine Handvoll Tabletten nehmen, um den Schmerz zu betäuben, auch wenn sie ihre Medikamente nicht einnehmen möchte. Sie hat Angst vor ihren Eltern und den Leuten, denen sie vertraut hat, aber am Ende doch enttäuscht wurde. Sie hat Angst vor dem Alltag, Angst vor scheinbar einfachen Dingen. Sie hat Angst, anderen eine Last zu sein und möchte sich isolieren, aber dann ist dort die Angst, ewig allein zu sein. Wir erleben in beiden Spielen ein Leben in Abgeschiedenheit und Tränen, die aus den Augen eines Mädchens fließen, das zu viel gesehen und mehr erlebt hat, als es sollte. Eine Geschichte, die kein Happy End hat, aber es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Horrorspiele sind lustig und unterhalten. Wir wissen, dass die Gefahr nicht real ist. Niemals wird ein Monster aus dem Bildschirm raushüpfen und uns angreifen und ist uns der Stress zu hart, können wir jederzeit eine Pause einlegen. Psychische Erkrankungen sind auf der anderen Seite leider Wirklichkeit. Manchmal gibt es kein Entkommen, auch wenn man noch so viele Pillen schluckt und Therapien macht. Man muss entweder lernen, damit umzugehen, oder man wird elendig zugrunde gehen. Mir ist auch klar, dass ich quasi kaum etwas über die beiden Spiele erzählt habe. Die Grafik erklärt sich von alleine, auch wenn ich etwas von Expressionismus und anderen Dingen hätte sprechen können. Die Musik unterstützt die allgemeine Atmosphäre und das restliche Blabla erscheint mir absolut ungeeignet. Selbst dieses Video ist meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise gut genug, um die eigentliche Problematik zu verdeutlichen. Was ich eigentlich sagen möchte ist, dass jeder, der etwas auf sich hält, irgendwann mal Milk Inside und Milk Outside gespielt haben sollte, auch wenn dieses Genre vielleicht einem zu langweilig erscheint. Und es macht im Prinzip auch absolut keinen Spaß zu spielen. Aber das ist ja genau das Ziel. Depressionen und andere psychische Erkrankungen machen keine Freude noch Freunde. Es ist kein Spiel und leider enden Betroffene allzu oft in einer Lage, aus der sie sich nicht mehr befreien können, was mitunter leider allzu oft tödlich enden wird. Klar gibt es andere körperliche Leiden, die ebenfalls zum Tode führen, allerdings für das Gegenüber viel einfacher zu begreifen sind. Mentale Probleme leider nicht und sehr, sehr oft weiß man von der betroffenen Person nicht mal, woran sie leidet. Aus Scham wird das psychische Leiden eben allzu oft verschwiegen, gerade weil das öffentliche Verständnis fehlt oder viel zu viel unter den Teppich gekehrt wird. Das ist wahrer und gelebter Horror. Ihr findet es vielleicht schade, dass der Fuchs heute nicht zu sehen war. Andere sind vielleicht darüber froh. Aber rein vom Konzept her machte es heute einfach keinen Sinn. Und ehrlich gesagt war mir auch nicht danach, den Fuchs vor die Kamera zu stellen. Ich habe jetzt 4 Stunden gebraucht, um diesen Text bis hierhin zu schreiben. 4 Stunden, die ich mit Gedanken zum Spiel verbrachte und auch mit Gedanken darüber, ob ich überhaupt ein Video dazu machen sollte. Es steht so vieles an, aber manchmal muss man verzweifelt darum kämpfen, dass einem die Motivation nicht völlig verlässt. Und selbst wenn auch dieses Video im Nirvana von YouTube verschwindet, mache ich weiter. Auch in Zukunft wird es Videos zu ziemlich alten und ziemlich unbekannten Spielen geben. Ab und zu werde ich etwas Neues einstreuen, aber im Prinzip bleibt alles beim Alten. Und das ist auch gut so. Ich habe einfach keinen Bock auf irgendwelche Schlammschlachten auf YouTube und Videos, die sich möglichst schnell und billig herstellen lassen. Das gibt weder mir, noch euch irgendeinen Mehrwert. Bleiben wir bei Videospielen und wie viel Spaß sie eigentlich bereiten, auch wenn sie manchmal der absolute Schrott und ein Fall für den Sondermüll sind. Aber wenigstens sind sie ein Mittel, um aus dem Alltag zu entfliehen. Eine Art wundervoller Bewältigungsmechanismus, der für andere nur eine dumme Zeitverschwendung ist. Aber Spiele oder Nichtspiele wie auch Milk Inside und Milk Outside sind ebenfalls wundervolle Beispiele dafür, wie man mit Spielen auch aufklären kann, sofern man sich darauf einlassen möchte. Und das wollen leider nur die wenigsten.